Kultrennen ist 1928 entstanden. Dort hat es den Mythos Abfahrt, das Lauf hat man dort geboren. Und ja, das war natürlich dort einmal eine ganz spannende Geschichte. Und einer der Gründerväter war ja der Sir Arnold Lann, der heute in St. Anton immer noch einen großen Namen hat. Und dem war es eigentlich seine Idee, die Kandahar-Rennen zu begründen. Ja, ich meine, da haben sich Welten geändert, von Sicherheit her, von den Auflagen und so weiter. Aber sicher, was gleich geblieben ist, ist der Mut der Rennfahrer, weil wenn es früher vielleicht ein bisschen langsamer gegangen ist, aber da war halt die Ausrüstung viel einfacher und viel banaler. Und heute ist es halt die hochtechnische Ausrüstung. Aber der Sportgeist und der Mut, glaube ich, ist 1928 nicht anders gewesen und heute natürlich noch gleich. Den Österreicherinnen, da hoffen wir schon, wenn wir schon ein Österreicherinnen haben, nachher drückt man natürlich hier in St. Anton am Adelberg den Österreicherinnen den Daumen, aber natürlich auch allen anderen Sportlerinnen. Es ist einfach, die Strecke ist nicht einfach und man muss schon dazu sagen, wer sich da runtertraut, hat allen unseren Respekt verdient. Es sind alle Sieger, die aber da runterkommen. Was ist anders gegen früher, ist natürlich eine Art der Sicherheit. Das ist ein Riesenaufwand, dass das alles so sicher ist, was auch selbstverständlich ist. Das war sicher früher eigentlich weniger einfacher mit den ganzen Absperrungen, mit den Hochsicherheitsnetzen und so weiter. Aber es braucht natürlich eine Riesenmannschaft, die da auch schon im Vorfeld immer arbeitet. Und Hut ab vor unseren eigenen Leuten, die also zu 100% dahinter stehen. Wie das Wetter ist, ist egal. Es wird gekämpft, dass das Rennen am Wochenende stattfindet.